Hallo miteinander, wir sind hier im Geisterkickboard des Skatepark von Wetzikon. Er ist noch voll im Aufbau. Wer gerne mithelfen möchte, ist herzlich eingeladen dazu. Man kann sich noch engagieren hier. Viele fragen sich, woher hat denn der Skatepark den Namen Geisterkickboard des Skatepark? Der Skatepark hat den Namen von der gleichnamigen Buchreihe «Der Geisterkickboarder». Das ist ein 10-jähriger Bub, der mit schwarzen Masken, Kickboard und viel Spezialausrüstung die Bösen von seiner Gegend bekämpft. Mittlerweile gibt es 6 Bände und der 7. kommt in ein paar Monaten auf den Markt. Am 15. April gibt es eine grosse Eröffnungsparty, Tag der offenen Tür. Und zwar vom 2 bis um 5 Uhr können alle, die wollen, den Skatepark anschauen und benutzen. So einen Skatepark aufbauen und betreiben kostet recht viel Geld. Und das können wir nicht alleine aus dem Betrieb generieren. Und darum sind wir auf Sponsoren angewiesen. Wir haben hier in dieser Halle recht viele Flächen, die man mieten kann als Sponsor, um sein Logo aufhängen. Dann melden Sie sich bei mir, dann kann ich Ihnen eine weitere Auskunft geben. Danke vielmals.